Plausibel, aber falsch. In der Medizin entscheiden wir so häufig aufgrund von plausiblen Tatsachen. Man hat das Gefühl, etwas sei so, weil eben das ja plausibel ist, dass etwas anderes so sein soll. Das ist eine gefährliche Situation, weil eben häufig Sachen eben gar nicht so sind, wie wir denken. Und deshalb nehmen wir nun diese Serie auf. Diese Serie handelt von Studien, die zeigen, dass es eben nicht ganz immer so rauskommt, wie man sich vorstellt. Und das soll verblüffen und zum Nachdenken anregen. Plausibel, aber falsch. Liebe Kollegen, ich möchte kurz die Foxfire-Studie hier vorstellen. Ist wirklich erstaunlich, dass diese Studie negativ rauskam. Sie war bei Kolorektalkarzinompatienten Erstlinienbehandlung und sie hatten prädominant eine Lebermetastasierung. Ungefähr 2/3 der Patienten hatte nur eine Lebermetastasierung und 1/3 der Patienten hatte auch eine extrahepatische Metastasierung. Man gab Chemotherapie und bei der einen Gruppe, das war der Standardarm, und bei der anderen Gruppe gab man zusätzlich die SIRT, ein Zyklus nur, einmal SIRT am Anfang, eingestreut in die Chemotherapie. Und man hätte gedacht, dass diese SIRT am Anfang bei diesen lebermetastasierten Patienten wirklich einen Overall Survival Benefit erzeugt, aber das hat es nicht gemacht. Das Overall Survival war absolut genau gleich, das sieht man hier auf dieser Grafik, kein Unterschied. Was man aber gesehen hat, dass das Progression-Free Survival in der Leber verbessert ist, das hat man ja dann auch erwartet, oder? Das sieht natürlich in der Leber weniger schnell progredient sind, das sieht man auf diesem Graph hier sehr schön. Offenbar hat sich das nicht in einen Survival Benefit übersetzt. Warum nicht? Es ist erstaunlich. Also niemand kann es richtig wirklich erklären. Es zeigt mir zumindest, dass man eben vorsichtig sein muss, wenn man entscheidet, ja, jetzt ist die prognosebestimmende Metastasierung in der Leber, jetzt müssen wir dort etwas machen. Das ist nicht unbedingt ein richtiges Vorgehen, insbesondere wenn man das Gesamtüberleben anschaut, was ja schlussendlich der entscheidende Parameter ist. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen zum Nachdenken stimuliert. Mich auf jeden Fall hat es das. Bis bald.